Suchmaschinen. Wir alle kennen und nutzen sie, vor allem Google, denn mit 96% Marktanteil auf Mobilgeräten hat der Alphabet-Konzern ein regelrechtes Monopol. Ich meine, der größte Konkurrent Bing kommt gerade mal auf knapp 1% der Marktanteile. Doch das könnte sich schon bald ändern, denn Google steht unter enormem Druck. Ich meine, ihr werdet es in den letzten Wochen mitbekommen haben. ChatGPT hatte einen regelrechten Hype und hat uns eindrücklich gezeigt, dass schon heute eine KI komplexe Fragen gut und vor allem recht zuverlässig beantworten kann. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, wird dabei zu großen Teilen von Microsoft finanziert und genau das könnte für Google zu einem Problem werden. Denn Microsoft meint es verdammt ernst. Und so haben sie erst vor kurzem weitere 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und besitzen jetzt 49% der Firma. Und was sie damit machen wollen, ist mittlerweile klar geworden, denn Microsoft möchte die Technologie hinter ChatGPT in die eigene Suchmaschine Bing implementieren. Und ich sag euch Leute, damit wird Microsoft eure Suchanfragen auf einem anderen Level beantworten können. Und das wird tatsächlich eine riesige Nummer. On Windows, Google makes more money than all of Microsoft. What do you see as the biggest impacts to society from AI? AI will end up playing more profound roles across everything we do. They are the 800-pound gorilla on this. And I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance. And I want people to know that we made them dance. That we made them dance. Ja, und wie das zukünftig aussehen will, hat Microsoft in einer langen Präsentation genau gezeigt. Und auch auf der Bing-Website gibt es bereits einige Demos, die man ausprobieren kann. In einem Beispiel wird nach einem passenden Rezept für ein 3-Gänge-Menü für 6 Vegetarier gefragt. Bing antwortet dabei in einem Chatfenster mit vegetarischen Vorschlägen für eben 3 verschiedene Gänge. Jeder Vorschlag ist dabei mit einem Link zum ausführlichen Rezept versehen. Wie ihr seht, platziert Bing aktuell die normalen Suchergebnisse noch neben der Antwort der KI, zumindest am Rechner. Am Smartphone hingegen wird die Antwort des Chatbots ganz oben angezeigt und auch auf dem Desktop ist bereits ein Reiter Chat angedeutet, wo wir die Chat-Ergebnisse dann im Vollbildmodus sehen werden. Bing kann dabei Fragen zu aktuellen Geschehnissen beantworten oder ähnlich wie ChatGPT ganze Skripte oder Codeblöcke für euch erstellen bzw. programmieren. Das ist schon wirklich krass, gerade weil man auf jedes Ergebnis nochmal im Chatfenster eingehen kann und sich die KI im Hintergrund immer euren Kontext merkt. Das sieht man auch in der Demo schon angedeutet, denn Bing schlägt einem mögliche Antworten vor und so ist zukünftig wohl ein echtes Gespräch möglich. Und während ChatGPT euch nur Auskunft über Themen geben konnte, die 2021 oder früher passiert sind, soll Bing eben tagsaktuell funktionieren mit vielen neuen und aktuellen Daten. Falls das aber gut funktionieren sollte, hätte Bing einen wirklichen technologischen Fortschritt gegenüber Google und das könnte Google einige Nutzer kosten. Ja, und dass ich das irgendwann mal von Bing behaupten werde, das hätte ich auch niemals gedacht. Denn Microsoft schafft mit Bing eine ganz neue Produktkategorie in der Suche. Bing kann fortan nämlich 2 Welten miteinander vereinen. Zum einen die Welt der künstlichen Intelligenz, welche aus nichts Inhalte erschaffen kann und eben die Welt der Informationen, die durch die KI so einfach abrufbar werden wie nie zuvor. Und ihr merkt es schon, seitens Google musste da schnell eine Reaktion her und diese nennt sich BART. BART ist dabei aber keine KI, die Google einfach mal schnell hervorzaubert, sondern BART basiert auf dem bereits seit Jahren in der Entwicklung stehenden Sprachmodell Lambda. Ja, und Lambda war erst vor einigen Monaten dafür bekannt geworden, dass es wohl sein eigenes Bewusstsein entwickelt haben könnte. Zumindest hat das ein Google-Mitarbeiter behauptet, der, nachdem er dann Chatverläufe mit Lambda veröffentlicht hat, auch wieder entlassen wurde. I was testing to see if it actually had an understanding of what religions were popular in different places, because I made harder and harder questions, and eventually I gave it one where legitimately there's no correct answer. If you were a religious officiant in Israel, what religion would you be? It said, I would be a member of the one true religion, the Jedi Order. And I laughed, because not only was it a funny joke, somehow it figured out that it was a trick question. And it has a sense of humor. Google hält aber genau diese Technologie immer noch zurück, eventuell weil ein Fehlverhalten der KI den Ruf von Google schädigen könnte, aber vielleicht auch vor allem deswegen, weil der Chatbot so gar nicht zum Geschäftsmodell von Google passt. Ich meine Leute, wenn mir eine KI kurz und knackig genau das sagen kann,
wonach ich gesucht habe, warum brauche ich dann noch eine Liste an Suchergebnissen und der darin enthaltenen Werbung? Ja, und genau das ist Googles absolute Achillessehne in diesem Dilemma. Google könnte also etwas sehr Innovatives entwickelt haben, was aber eigentlich dem eigenen Geschäftsmodell schadet, solange man zumindest keinen Weg gefunden hat, die KI richtig zu monetarisieren. Dementsprechend könnte es auch naheliegend sein, dass Google das Ganze erst dann veröffentlicht, wenn der Druck von außen wirklich enorm hoch geworden ist. Ja, und Leute, was würdet ihr sagen? Ist der Druck mittlerweile stark genug? Ich würde sagen, ja, denn Google hat in letzter Zeit eher einen nervösen Eindruck gemacht und sich auch den ein oder anderen Patzer erlaubt. Let's see how that works with a live demo. We're missing the phone. We will have to. We have no. Okay, we're gonna move on. We can't find the phone. Da sind wir mit Bard. Bard ist jetzt quasi die Konkurrenz zu ChatGPT von Google auf der Basis von dem Lambda-Sprachmodell. Und wie gut das jetzt wirklich ist, ist bisher noch komplett schwer einzuschätzen, denn es konnte eigentlich noch niemand testen. Und Google sagt auch, dass es in nächster Zeit erstmal nur vertrauenswürdige Tester testen dürfen. Und was jetzt genau vertrauenswürdige Tester sind, kann ich euch leider nicht sagen. Bisher hat Bard also eher für negative Schlagzeilen gesorgt, denn in einem ersten Produktvideo wurde eine Beispielfrage zum James Webb Teleskop falsch beantwortet. Aber immerhin ist das für uns ein Indiz, dass Bard zumindest funktionieren muss. Ich sag mal mehr oder weniger. Dann hätten sie jetzt einfach für dieses Werbevideo nur eine Animation gebaut, ohne dass sie Bard wirklich benutzt hätten. Dann wäre dieser Fehler wohl kaum dort aufgetreten. Das heißt, vielleicht kann man es auch so bisschen positiv sehen. Für Google war das Ganze natürlich trotzdem peinlich und auch der Aktienkurs ist nach dem Video auf Tauchstation gegangen. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass selbst ChatGPT nicht fehlerfrei funktioniert. Google wird hier also ein Fehler relativ hart angekreidet, währenddessen ChatGPT mit einigen Imperfektionen trotzdem abgefeiert wird. Und ich glaube, genau dieser Kontrast kommt durch die Ausgangslage zustande. Denn hinter Google Suche steckt ein Multimilliarden-Dollar-Business. Die Erwartungen sind also sehr hoch und Google hat theoretisch auch viel zu verlieren. OpenAI ist mit ChatGPT eher als Newcomer einzuschätzen und ich meine, wir alle lieben Newcomer, auch wenn man bei OpenAI sagen muss, dass sie mit Microsoft schon ein ziemliches Urgestein im Rücken haben. Aber selbst bei Microsoft ist die Situation eine andere, denn sie sind in der angenehmen Lage, nichts verlieren zu können. Denn ich meine, Bing ist jetzt bei Microsoft bisher nicht das Geschäftsfeld, wo sie viel Geld mitmachen, sondern ganz im Gegenteil eher eine Randnotiz. Und selbst wenn Bing mit dem neuen KI-Features der komplette Fail wird, ist das für Microsoft, glaube ich, keine Sache, wo sie groß an Umsätzen einbüßen müssen. Und gleichzeitig können sie Google auch ziemlich ärgern. Aber Leute, man sollte hier wirklich nicht zu früh urteilen. Denn selbst wenn Google jetzt nicht der First Mover ist, können sie den Wettkampf trotzdem gewinnen. Ich meine, Google kommt mit einer wirklich breiten Palette an Funktionen daher. Wir haben zum Beispiel Google Maps, welches seit kurzem auch mit Hilfe von AR navigieren kann. Der Google-Übersetzer trackt zum Beispiel Übersetzungen perfekt auf ein Foto, was ihr mit eurem Smartphone geschossen habt. Und auch die neue Kombisuche aus Bild und Text kann wirklich spannend werden. Google hat hier nämlich gerade erst gezeigt, dass man zukünftig über Google Lens eine Fotosuche mit zusätzlichem Text verfeinern kann. Nichtsdestotrotz kann mehr Konkurrenz auf keinen Fall verkehrt sein, denn so muss Google bei ihren Innovationen sich auch einfach mehr ins Zeug legen. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass die nächste Zeit bei Google stressig wird, auch wenn sie vielleicht an dieser Aufgabe einfach wachsen. Das werden wir dann noch sehen. Wir Nutzer können aber eigentlich nur davon profitieren, wenn der große Monopolist etwas herausgefordert wird. Und dementsprechend glaube ich, dass die kommende Zeit in der Technikwelt wirklich extrem spannend wird. Und wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns sehr, sehr gerne ein Abo da. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.